Oh, was ein Tag, Digga. Letzte Station! Die letzte Mörderfolge. Oh, Jungs, haltet das unser zu. Wir müssen es packen. Komm, let's go, Allah! Komm, rein da. Macke. Freunde, ihr seht schon, es ist wirklich real. Die letzte Mörderfolge ist angekommen. Wir haben echt sehr, sehr geile Zeiten gehabt und sowas. Wir haben über 200 Mörderfolgen, glaube ich, insgesamt gemacht, wenn nicht sogar noch mehr. Und jetzt sind wir bei der allerletzten. Wobei, ich würde vielleicht nicht ganz sagen, dass es die allerletzte ist, weil es wird auf jeden Fall noch irgendwann ein Comeback kommen. Nur gerade eben haben wir irgendwie ein bisschen die Schnauze voll von Mörder, weil wir es so lange schon machen. Und ich glaube, auch ihr als Zuschauer braucht da mal eine Pause. Seid nicht traurig, dass wir weg sind, Freunde. Seid lieber froh, dass es da war. Ja, es könnte auf Facebook kommen, dieser Spruch. Hör mal auf, ich weine gleich, Digga. Okay, wir starten rein, Freunde, in die erste Runde. In 3, 2, 1, let's go! Sonntagssalami-Wurst zum letzten Mal! Und wir sind auch alle mit dabei. Ja, ach ja, stimmt, ich habe kein Vorgestellt. Egal, brauchen wir nicht. Wir starten direkt rein, Freunde, in die Boxen. Und wie gesagt, es ist nicht komplett die letzte Folge. Es kommt auf jeden Fall nochmal irgendwann eine, Freunde. Nur machen wir jetzt eine relativ lange Pause. Dann ab geht's, Jungs, in die Map. Und ihr seht schon, wir spielen hier in dieser Folge auf der japanischen Mörder-Map. Arigato, was ist denn das, Digga, Digga? Alter, die sieht so krank aus. Oder? Also, Freunde, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Also, was heißt wir, ne? Mein Bauteam. Ich habe hier nichts gemacht. Aber ey, Bauteam. Kurz, Digga. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, hier den Schlüssel zu finden, wenn ich ehrlich bin. LOL, wir haben hier so. Ja, wollen wir die Runde neu machen oder soll ich als erstes sterben bei Mörder? Du bist genau da hingekommen, wo ich den Schlüssel hingelegt habe. Natürlich muss ich dich abknallen. Ich zeig die Map noch nicht mal richtig, Bruder. Auf einmal, ich bin tot. Alright, new run. 3, 2, run, to go. Let's go! So, dann würde ich sagen, wir droppen rein in die Map, Digga. Let's go! Oh, alle gleichzeitig. Das sieht so krank aus. Ich bin immer noch davon erstaunt. LOL, das Motorrad! Fahr los, Habibi! Und ein perfekter Skin dafür sogar gerade. Oh mein Gott. Ist anders. Das ist anders wild. Also ist echt so schön. Aber ich muss sagen, ich feiere das einfach so hart, dass Fortnite keine Creator Codes annimmt. Oder wozu dann auch diese Map veröffentlichen? Hä? Lass sie einfach alleine spielen. Ohne Witz, lass einfach einmal Mörder spielen und dann löschen, Digga. Ja, Digga, danach nie wieder benutzen. So muss es sein, so. Fortnite. Dankeschön, Digga. Ich liebe euch. Wir haben ja gerade Among Us. So, als hätte ich so Fortnite den Rücken gestochen. Oder die haben mir in den Rücken gestochen, damit, dass sie keine Updates machen. Wer ist das? Irgendwas hier gesehen, Digga? Nö. Gar nichts? Hä? Also ich sag dir so, bei der Map wird es richtig schwer, Digga. Unnormal. Ich glaube halt wirklich, ich ziehe den Schlüssel zu finden. Man kann zum Glück nicht in die Häuser reingehen, das ist gut. Also eigentlich müssen wir einfach nur so provisorisch überall durchschauen. LOL! Star Wars Shop! Hier ist ein Star Wars Shop! Wer ist das hier? Wer ist das? Lass mich in Ruhe, ich wollte Star Wars kaufen. Aha, und deswegen packst du gerade Waffe aus hinter mir? Ja, ey, das ist Dings da. Ich will Yen, ich will Star Wars Trooper hinbekommen. LOL, wie geil ist das? Was ist denn das bitte für eine Star Wars Figur? Das Dings Goldman. Goldman. Achso, auf einmal Avengers. Ja, aber hallo? Richtig geil sieht das aus. Ottoman? Ja. Schmocki? Ja. Oh, Schmocki ist tot. Der ist gar nicht dabei, aber egal. Es leben noch alle. Ja. Lukas? Okay, oder man ist es. Aber oder wie wolltest du gerade, oder wie wolltest du gerade nee sagen? Weil ja, weißt du? Warte! Ey, warte, weil ihr nicht Lukas gesagt habt und Luke, dann habe ich Lukas gesagt. Und Lukas ist anscheinend. Oder du wolltest kurz uns zeigen, dass Lukas tot ist. Ja, ich sage, jetzt sind alle tot, immer so. Nee. Warte, warte. Diese Beschuldigung ist eine Beschuldigung, mit der ich nicht leben kann, okay? Geiler Rüpfer. Darf ich euch einen Tipp geben? Ja. Ich würde nicht tanzen. Warum? Ach ja, dann kommen wir zu Dingens, zu U-Bahn-System. U-Bahn-System. Mashallah, U-Bahn-System. Let's go, lass uns. Stimmt, habe ich voll vergessen, warte mal. Freunde. Wir haben hier U-Bahn-System richtiges. Wir haben gerade rausgefunden, dass Lukas wirklich tot ist, weil er hat nicht getanzt. Oh mein Gott. Digga, ich bin Subway seit ich reingegangen. Digga, das war Brain 1000 overleisend. Umname Leimen. Ich schau auf alles. Ich habe noch nie ganz vor der Sonne-Map gesehen. Ich schau auf alles. LOL. Man hat sogar Wartezeit, wenn man aus der Bahn, wenn man in der Bahn drin ist. Entschuldigung, aber hat der Mörder vielleicht C4 oder so? Nee. Wieso? Wieso? Weil ich gerade C4-Geräusche gehört habe, wie man so plant, weißt du, dieses Pssst. Ja, um dich clean zu machen, deswegen erwähnst du es jetzt, oder was? Hier, warte. Aber du, Ahmed, hast direkt gesagt, keine Ahnung, ne? Nee, ich habe Nein gesagt, weil ich eigentlich davon ausgehe, weil ich habe das bis jetzt noch nie angefeuert, dass wir C4 als Mörder haben. Aha. Guck mal, wo du Schlüssel versteckst. Ich? Ja. Bin ich der Mörder, Bruder? Hinter mir! Oh mein Gott, das ist... Ey, oh mein Gott, Jungs. Hallo? Ja. Er hat gerade auf mich geschossen. Hat er nicht getroffen? Mein Gott, nein, er hat nicht geschossen. Ach so, Mann. Ey, ich bin's nicht! Ey, ich bin's nicht! Der läuft hier gerade weg. Hallo? Wer ist hier um die Gasse? Hallo, wer ist das? Ich bin beim Motorrad, Jungs. Ich bin... Ach so, auch beim Motorrad.
Okay, alle sind bei Digga, Otto. Das Ding ist, Ahmed kam gerade aus einer ganz anderen Richtung. Das heißt, Ahmed kann sich sein, entweder das ist André oder Odoman, weil André und Odoman waren mit mir in diesem Block. Ja, ich hätte es echt sein können. Odoman habe ich aber gerade auch gesehen. Odoman war hier hinten bei, in der Nähe. Dann ist André. André, ja, ist so laber eklig. Nicht, Mann. Guck mal, wie du jetzt so machst. Oh ja. André, zeig mal kurz deine Flintlock. Zeig mal deine Flintlock. Ja, hab ich in der Hand. Scroll mal ganz schnell. Warum springst du dabei? Weil ich springe. Oh mein Gott, ey! Er ist wirklich safe. Wieso? Er springt, wenn er Dings drückt. Oh, und stimmt! Und wenn er durchgeht, es muss Odoman. Ich schwör, es muss Odoman sein. Oder ich hab. Nein, Spaß. So ein dummes Geschwätz, Jungs. Ey, Ahmed, du weißt ganz genau, es ist eine Lüge. Wieso redest du mit mir, Ahmed? Das ist hinter dir! Oder keiner hat auf Mirkan geschossen. Hat jemand die Schüsse gehört? Nein, hab ich nicht. Ich hab auch nicht gehört. Mirkan, du kleiner Ekelhafter. Ist Mirkan disconnected? Jemand hat Emote und ist weg. Ah, nee, er hat Emote gemacht. Ich hab auch Emote gemacht. Nein. Oder ich dachte kurz, er wäre disconnected, Digga. Oh mein Gott, Bruder, wie behindert. Bruder, aber das Ding ist, als ob ich das so gut faken könnte. Ich bin der schlechteste Faker, wenn ich sag so, oh, jemand schießt auf mich. Okay, das war gerade clean, aber... Ja, ich wollte gerade sagen. Gerade war schon gut, Bruder. Habt ihr den Schlüssel gefunden? Nope. Nee. Aber ich war auch ehrlich gesagt noch gar nicht auf der anderen Seite. Odoman? Odoman? Digga, der ist nicht tot. Wann ist ein Odoman gestorben? Gar nicht. Oder wann soll er gestorben sein? Also ich sehe insgesamt 3 mit mir. Könnte echt tot sein. Warte, wo bist du, André? Bin hier oben auf dem Mast. Ach da, und ich bin da hinten. Und wer ist das da hinten im Haus gewesen? In der Gasse? Ach, Mensch, war das? Ich war das. Ich glaube, Odoman campt im U-Bahn-System. What? Digga, der Mörder ist ja krank. Oder ist es Odoman? Ich gehe mal ins U-Bahn-System. Nein! Wir müssen zusammenbleiben. Ach, ihr seid so dumm. Jetzt kommt bestimmt nur noch einer von euch raus. Wetten? Hä? Ah! Hallo? Wer ist da? Ich höre jemanden. Wer bist du? Oh mein Gott. Der ist so alle. Wie krank ist dieses U-Bahn-System, bitte? Ich habe einfach Odoman in der U-Bahn genommen. Darf man gucken? Okay. Okay, Jungs, ey. Das war's dann wohl doch mit der letzten Folge. Wir machen keine zweite Woche Spaß. Aber ich muss sagen, Freunde, ich feiere dem auf jeden Fall keinesfalls. Das ist irgendwie übel Müll. Von daher starten wir jetzt in die zweite Runde. Für die zweite Runde würde ich sagen, gehen wir alle in den Loot-Pot direkt rein. Komm, mit 5 Leuten. Und dann geht's los. 3, 2, 1. Gib ihm Jimmy, Mimi. Jimmy! Oh shit, Digga. Ich habe eigentlich die Mörder darauf anvisiert. Egal. Kacken auf. Alter, ekliger Menschenskind. Hä? Digga, ja? Aber war überhaupt der Schlüssel. Vorhin, als ihr meintet, wer ist in die Gasse reingegangen da hinten? Ich habe das gesagt. Ja, genau. In der Gasse war der Schlüssel. Oh, Maschallah, Digga. Genau, als ihr das gesagt habt, war ich genau beim Schlüssel. Und ich verdeck ihn so mit meinem Rücken. Ich so, ich bin das. Hier ist ein Samurai-Schwert. Ja. Ah, ein Samurai-Schwert. Nindri. Oh, what? Samurai. Sieht echt heftig aus, Digga. Holy shit, Digga. Ey, soll ich dir übersetzen, was hier auf diesem Schwert-Ding steht? Oder ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie nicht, ich auch nicht. Ich bin Odoman und sage, da steht, abonniert Kitmave. Ich bin so krank, ich schwör's. Alter, daraufhin erstmal einen Schlüssel verstecken, oh Mann. Ja, die sieht halt auch komplett anders aus, Bro. Ich wüsste gar nicht, wie ich so ein Haus davon bauen soll überhaupt. Wer ist das hier? Ich? Okay, deine Waffe merke ich mir. Ich hab doch gar keinen Skin. Oh, jetzt habe ich doch einen. Hä? Ja. Was? Zeig mal her. What? Was ist das denn? Das ist Mystik-Waffe, Bruder. Guck jetzt, guck. Ja. Aber wenn ich jemanden töte, dann ändert sich das. Also könntest du mich niemals herausfinden. Naja gut, ich weiß, welche beiden du hast. Also entweder hast du eine normale oder du hast die, die sich färbt. Niemals herausfinden. Hättest du das nie erzählt, dann wüssten wir es jetzt nicht. Oh, wie geil sieht auch diese Brücke aus und alles. Oh, kann man ins Schiff dahin? Man kann ans Schiff, ja. Du kannst fliegen, hinfliegen. Hab ich auch gehört. Oh, okay. Hallo? Ich bin beim Schiff. Odoman? Odoman? Ja. Warum hast du ein gemacht und danach gar nichts mehr? Ja, weil ich einfach meine Unterhose reingeschissen habe. Lukas? Ja. Lebt aber noch jeder. Ah! Oder Mann, jetzt sei leise, Digga. Junge. Okay, Entschuldigung. Ja? Bist du der mit der farbenden Farbe? Ja, die farbige Dingens, dass du Bescheid weißt. Okay. Wer ist das hier hinten? Das ist Mirkan. Das bin ich, ja. Deine Waffenfarbe hat sich gerade geändert. Jetzt. Aber jetzt habe ich dich, Digga. Ich gehe jetzt zu Subway. Ich gehe in, Subway 1. Ich gehe zu Burger King. Vor allem, alles? Digga, wenn wir teleportieren, dann sind wir erst alle hier zusammen. Und dann trennen... okay, also anscheinend kann man doch nur alle zusammen in eine Richtung. Hey, warte, Lukas, bist du noch da? Ja, ich bin die ganze Zeit nur auf der anderen Seite. André? Ach, Lukas, du bist so schlecht, Digga. Lukas, du bist so schlecht. Wer ist das hier? Wer ist bei mir? Digga. Ich bin bei dir. Also, ich werde nichts sagen, aber ist gerade André gestorben, während wir alle in der U-Bahn waren? Wenn ja, dann ist es. Junge, André lebt eh noch. Der soll mal nicht einen 30er machen. Bip! Emergency Call. Emergency Meeting. Alle müssen in Mitte zur Brücke. Zum Schiff. Auf das Schiff drauf. Jeder, auch die jetzt noch leben und sich totstellen sollten. Also, André, alle. Gut, dass es auf jeden Fall keine Mörderregel ist, aber trotzdem jeder die befolgt. Digga, das feier ich auf jeden Fall. Gut, dann wissen wir aber, dass André auf jeden Fall tot ist. Lukas, wollen wir dich voten? Digga!
Wieder ja, komm. Okay. Also ich vote Lukas. Und ich bin Detektiv, also tschüss. Oh mein Gott, Mann ist Detektiv. Hä? A wife was not the imposter. Okay, bye. Ey! Oh mein Gott, Odoman, hol ihn! Er ist da unten. Warte, Bruder, warte einfach. Ey, hier, Achmed, hier. Ich weiß, wo er ist. Wo? U-Bahn. Er ist U-Bahn, Digga. Kommt rein! Oh, nein! Das war jetzt nicht dein kleiner Ernst, Dummkopf. Warum schießt du auf mich? Bist du komplett gestört? Mirkan, wann hast du aber andere gekillt? Digga, eine halbe Stunde hat keinen gejuckt, dass ich tot war, Digga. Alle reden die ganze Zeit. Oh mein Gott, und ich dachte, er ist genau dann gestorben. Und da war ich der Mörder, ja, normal. Ja, wir aber haben dich gewotet, Bruder. Oder wo bist du? Ich kill dich auch noch schnell, dann ist vorbei. Was für Odoman? Ich bin gestorben, Junge. Sag doch! Oh, ich lebe noch. Der Junge versteht Mörder nicht. Also sind alle tot. Er sagt einfach, ich bin noch gestorben. Hinter mir! Oh mein Gott, das ist auch die Waffe. Warte kurz. Bist du schlecht? Bist du kacke? Was? Nein! Oh, Junge, was war das bitte für eine Müllrunde, Alter? Digga, was? Er schießt einfach den Detektiv, Digga! Was kommt der Detektiv einfach auf einmal in die U-Bahn und schießt auf mich? Ja! Was soll das? Ich sag, schießt du mich einfach? Ich sag, lass in die U-Bahn gehen und man kommt. Ja, Mann, kommt rein und schießt direkt. Dann habt ihr gesehen, das war die letzte Mörderfolge. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und ich freue mich schon sehr auf das Comeback, Freunde. Weil das traurig ist, deswegen die Violine. Wir hören noch kurz zu. Dafür einen Daumen nach oben, Freunde. Macht's gut. Man sieht sich.